das ist so eine krasse Ruhe. Da hinten die Schwäne, die sich sauber machen. Also ich beobachte die jetzt schon eine Weile, wie die sich einfach pflegen und hegen und immer wieder waschen und alte Federn rausreißen. Und mir kam einfach so in den Sinn, dass das jetzt auch die Zeit für uns ist, in der wir uns ganz bewusst pflegen können, in der wir uns reinigen können, auch von innen heraus. Und ich spreche hier einerseits, klar, Ernährung, klar, Sport, aber ich spreche auch von unserem Geist. Wie viel haben wir reingelassen, was dort eigentlich gar nicht rein sollte? Wie viele schlechte Gedanken über uns selbst, wie viele schlechte Gewohnheiten haben wir zugelassen? Wie viele Worten haben wir Macht gegeben, die andere über uns ausgesprochen haben, aber gar nichts mit uns zu tun haben und uns gefangen halten? Und ich glaube, jetzt ist einfach die Zeit gekommen, in der wir ins Wasser springen können. Und das Problem ist, dass wir uns jetzt gerade so viel damit beschäftigen, dass die Tage so lang ist und alles anders ist und wir versäumen und verpassen es, uns auf das zu konzentrieren, wofür wir die Zeit nutzen sollten, nämlich einmal von oben bis unten reinigen, alte Federn rausreißen, damit wir dann, wenn es wieder soweit ist, frei in die Zukunft fliegen können, unbeschwert und bereit. Und ich will das gerne tun. Ich stand gerade hier und habe lautlos und wortlos meinen Song gehört. Und da heißt es ja, ist das der Moment, in dem du sprichst, mich unerwartet unterbrichst? Ist das der Moment, in dem du willst, dass ich leise bin, weil du jetzt sprichst? Und ich wünsche uns, dass wir hinhören und uns von innen heraus reinigen lassen.